Hallo, René hier. Heute begrüße ich Sie nicht von meinem Hörraum aus, sondern ich stehe in Bangkok vor dem Montian Riverside Hotel. Um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen, das ist nicht das Hotel, wo ich übernachtet habe, sondern das Hotel, in dem die Messe stattfand. Es liegt malerisch am Chao Phraya, dem großen Fluss, der quer durch Bangkok fließt. Sie werden das Panorama später nochmal sehen, denn von vielen Ausstellungszimmern aus hatte man diesen hübschen Blick. Die BIAV High-End Show, also die Bangkok International Audio Video High-End Messe, dauerte vom 24. bis zum 27. November und war die vorletzte in diesem Jahr. Lassen Sie sich nicht von der Jahreszahl 2565 täuschen. Ich war natürlich nicht auf einer Messe der fernen Zukunft, was zugegebenermaßen höchst sensationell gewesen wäre, sondern wir haben hier das Jahr 2565 nach buddhistischer Zeitrechnung. Die vorherige Messe fand im Mai im Landmark Hotel statt, die allerletzte in diesem Jahr können Sie besuchen vom 15. bis 18. Dezember im Marriott Hotel. In Thailand gibt es landesweit nur 5 Messen pro Jahr und für alle 5 muss der Prophet zum Berg kommen, nämlich nach Bangkok, denn Thailand ist zentralistischer als Frankreich im 16. oder 17. Jahrhundert, wo sich alles in Paris und nur in Paris abspielte. Als ich am ersten Ausstellungstag pünktlich um 10 Uhr auf der Matte stand, waren so manche Aussteller mit dem Aufbau noch gar nicht fertig und viele Zimmer noch geschlossen, sodass ich mir die Zeit bei den LP, CD und Zubehörverkäufern vertrieb. So, jetzt befinde ich mich bereits in der Höhle des Löwen und wir müssen uns durch diesen Gang hier durcharbeiten und die einzelnen Zimmer alle abarbeiten. Das wird einige Zeit dauern. Fangen wir im mikroskopischen Bereich an mit den Neat Yota Alpha Standlautsprechern aus dem schönen Durham. Es sind nicht etwa Bookshelf-Boxen, für die man auf die Schnelle kein Regal auftreiben konnte, sondern dezidierte Bodenlautsprecher, aber so klein, dass ich beinahe draufgetreten wäre. Sie haben einen guten Ruf, was ich aber zumindest bei dem Klang in diesem Zimmer nicht ganz nachvollziehen konnte. Werfen wir noch jeweils einen kurzen Blick in die Ausstellungszimmer von Kev, Marantz, Q Acoustics, Vandersteen, Wharfdale und Primare. Thank you.
Hier, geheimnisvoll versteckt hinter der Box, zog ein schwarzes Monster meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich komme etwas später darauf zurück. Bis hierher haben wir Geräte gesehen, die wohl auf fast jeder Messe zu finden sind. Deshalb schreiten wir weiter zu klangvolleren Namen, leider auch zu klangvolleren Preisen. Sunmaster Audio Lab hat seine Ultra-High-End-Geräte vorerst eigentlich nur für den taiwanesischen Markt geplant. Die Monoblöcke M1500 GT haben einen Listenpreis von 37.000 US-Dollar pro Paar. Auf dieser Messe war die Mono-Version S1 für 600.000 Baht, also 16.000 Euro, angeboten. Klanglich aufgefallen sind mir in dieser Serie zwei Aussteller, nämlich Enigma, deren Mythology M1 Lautsprecher an der hauseigenen Kette einen beeindruckend kristallklaren, äußerst dynamischen Klang lieferte. Und dieses abenteuerliche Setup, welches der Entwickler gerade noch rechtzeitig zur Messe auf die Beine stellen konnte. Die filigranen Säulen produzierten zusammen mit den gewaltigen Subwoofern einen verblüffend dreidimensionalen Raum. Ich habe aber meine Zweifel, ob das Ganze wirklich serienreif ist. So, jetzt sind wir in der LP-Abteilung. Ich bin gerade bei Pop, was kostet Janis Joplin, 900 Baht oder Manhattan Transfer, kriegen wir für 300 Baht oder Simon & Garfunkel, Bridge Opera, Troubled Water, 500 Baht. Gehen wir rüber zu Jazz und schauen, wie die Preise dort sind.
Hier habe ich Jacques Lussier, Nummer 2, 600 Baht. West Montgomery, down here on the ground, 700 Baht. Oder noch ein Beispiel, Shearing on stage, Capitol, kostet uns 600 Baht, das Ganze immer, wie hier steht, 20% runter. Aber wir können es auch teuer haben. Die japanischen Pressungen, die kriegen wir nicht so günstig. Hier müssen wir 3.900 Baht legen für die Maria Takeuchi. Auch hier werden LPs verkauft. Schauen wir mal rein in die Kiste. Crosby, Stills, Nash & Young. Déjà vu, 7.490 Baht. Sarah McLachlan, 3.590 für die Solace Quality Recording Pressing. The Hot Club of San Francisco. Reference Recordings kriegen wir für 3.190 Baht. Der Magen knurrt lauter, als die Musik spielt. Höchste Zeit für ein spätes Mittagessen. Für 20 Euro konnte man sich im gemütlichen Speisesaal an einem äußerst umfangreichen Buffet bedienen und bedienen lassen. Nice to meet you. So, und hier möchte ich Ihnen vorstellen den Erfinder und zugleich den Firmenchef für dieses schöne, für diesen schönen Power Conditioner, den wir gleich anschauen werden in diesem Zimmer. Hier thront das schwarze Monster, von dem ich im Primarezimmer schon gesprochen habe, der 42 Kilo schwere Stromaufbereiter mit dem selbsterklärenden Namen Isolator. Ich bin in der irrigen Meinung aufgewachsen, ein Power Conditioner müsse nur ein paar Kilo wiegen, wie zum Beispiel dieser von Monitor Acoustics. Deshalb habe ich das Gerät erstmal für einen schicken Designer-Kühlschrank gehalten. Wenn man jedoch bedenkt, was ein Stromkraftwerk wiegt, dann ist der Isolator auch nur ein Leichtgewicht. Herr Patt ist der Importeur für Unison, Black Rhodium, Research und Triangle Lautsprecher und den deutschen Stromtank. Und Herr Boss ist Inhaber eines Hi-Fi-Geschäfts für diese Marken. Die beiden haben das Produkt von Herrn Nah unter die Fittiche genommen. Wir haben uns so gut verstanden, dass sie versprochen haben, mir bei Gelegenheit ein Probeexemplar zur Verfügung zu stellen, und irgendwann werden sie dann in einem Testvideo von mir hören, wie sich das Monster bei mir in meiner Kette geschlagen hat. Jetzt kommen wir endlich zu den beiden Highlights der Show. Das eine waren die Genesis Forte Series 2 an den Karan Monoblöcken.
Das andere natürlich die Wilson Audio Alexia an D'Agostino geräten. Zu diesem Thema muss ich keine Eulen nach Athen tragen und konzentriere mich auf einen anderen Aspekt, nämlich zugehörige Kabel und Dämpferfüße made in Thailand. Denn so umwerfend diese Anlage ist, sie ist ein Highlight weltweit. Und ich möchte mich auf das konzentrieren, was spezifisch für die Messe in Bangkok war, nämlich die beeindruckende Omnipräsenz von Live-Audio-Produkten. Sie waren fast in jedem einzelnen Zimmer zu finden und gelangten an diesen Super-Luxus-Geräten zu einer Art Apotheose. Alles, was hier glänzt wie der Schatz der Nibelungen, das sind Zubehörteile von Live-Audio. Natürlich keine Consumer-Teile mehr, sondern Crème de la Crème und für den Normalverbraucher nicht mehr bezahlbar, was allein schon die üppige Vergoldung aller Teile signalisiert. Weitgehend überflüssig, aber asiatische Millionäre wollen es so. Hier ist Ultra-High-End Prestige-Sache, nicht nur Gehörsache. Live Audio hat den hiesigen Markt jedenfalls von unten bis ganz oben im Sturm genommen und hier die Überraschung. So, jetzt möchte ich Ihnen den Besitzer der Firma Live Audio vorstellen. Sie haben schon viele Videos von mir gesehen, wo ich die Kabel getestet habe. Er hat mir erzählt, er möchte in 2 bis 3 Jahren nach Deutschland kommen und dort seine Produkte vorstellen. Also es ist nicht ganz umsonst, sich jetzt schon zu kümmern und sich jetzt schon zu informieren über diese Produkte. Es ist nicht nur eine thailändische Sache. Irgendwann kommt er nach Deutschland und ist dort wettbewerbsfähig oder mehr als wettbewerbsfähig. Ja, dann lassen Sie mich noch Grüß Gott sagen zu ihm. Wie gut selbst seine, in Anführungszeichen, normalen Stromkabel sind, das habe ich schon nachgewiesen. Dass es auch seine Dämpferfüße in sich haben, das hat er mir nach der Show kurz demonstriert. Gott sei Dank hat er meine nicht gesehen. Oh mein Gott, I love you.